Hallo und herzlich willkommen nun zu ein Game. Mr. Xehanar, Will ich mir mal anschauen, wie das so Center. ist. Well, glad I could help out an immortal. You will meet with Harida, goddess and advisor of the immortals. There's no one in Aelion more wise and judicious. Farewell, and may the fates smile upon you. Welcome to Aelinar. I take it you had a pleasant trip. I am Harida. I will help you settle into your new life. Oh, be patient. To find your path, you must first look inside yourself. I was told you were reborn after a tragic encounter with a Reaper of Death. Is that true? Do you think you could tell me about it? Schauen wir mal. Ja, ich wollte einfach mal dieses Spiel hier ausprobieren. Es ist ein Free-to-Play. Unten in der Videobeschreibung findet ihr außerdem eine Verlinkung dazu. Ja, wo ihr mal das Spiel so gesehen, wo ihr euch dann registrieren könnt und das Spiel so gesehen herunterladen könnt. Und ja, macht euch auf jeden Fall noch ein paar Updates gefasst. Aber es ist eigentlich ganz cool. Und wir wollen jetzt mal gucken, wie die Story hier so ist. Alright, listen up. We're heading for Ionor. Our mission is to clear the town of enemies and evacuate the civilians. Keep your eyes open and be careful. We're not immortal. Questions? All right then. Und ich habe das mal welche zocken gesehen mit Skyforge. So. Notsignal. Quit messing around and get over here. Ist klar. Here it is. The town of Ionor. Reports say the locals were attacked. The residents are hiding in the town. We need to find and evacuate them. Show them who's boss. Okay, los geht's. Ja, ich bin mal gespannt, so wie Skyforge so ist. Ich wollte es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ah, hier können wir einfach mal Loot nehmen. Keep going. The locals should be hiding on the farm. We need to find them. Oh, hier hat es viele Tote gegeben, weil diese Bestien. Fresser. Nicht gut, was hier vorgefallen ist. Alles niedergemäht hier. Wow. The bird leader must be somewhere around here. We need to take it out. Man muss sie halt immer im Fokus nehmen. Dann kann man halt schön mit dem Move halt draufkloppen, aber wir haben jetzt nur eine Fähigkeit. Nur eine Attacke, die wir einwenden können. Aber wir sind jetzt ziemlich überpowered irgendwie. Wir sind irgendwelche Special-Soldaten. So. Oh. You got them all. There are no words to express my gratitude. My whole life flashed right before my eyes. Thank you.
Thank you so much. We thought it was the end of us. Wow. Wir haben es nicht geschafft. Krass. Unsere toten Kameraden. Das heißt Rache. Und es geht noch weiter. Okay. Wir sind wohl noch nicht fertig. Das scheint ja interessant zu werden. Ich wollte einfach mal wieder ein neues Spiel ausprobieren, in dem Sinne, ob das jetzt irgendwie was Langwieriges wird, muss erstmal schauen auf jeden Fall. Aber ich habe mal auch bei anderen Leuten schon zugeschaut, bei Skyforge und ja, fand es allen für sich jetzt nicht so schlecht. It seems we have guests. Kill him. Ah, super. Wow. Wow. You will pay for that. Tja, jetzt haben wir unseren ersten Boss hier, oder wie es aussieht. Todesmeer. Ah, jetzt haben wir unsere andere Fähigkeit noch. Wow, nice. Und während wir immer hier draufklicken, setzen wir unsere Combo halt ein und dann können wir hier unseren Skill einsetzen. Besonders nice, wenn man zum Beispiel jetzt hier irgendwelche Ads kommen. Wieder abhauen will. Ernsthaft. Ah, hier können wir also schneller bewegen. Etwas. Oh. Na, da kommen wieder die Ads schon wieder.
Jawohl. F, um unsere Belohnung abzuholen. Quest abgeschlossen. Notsignal. Du bist in eine tiefe Falle gestürzt, gestorben und danach wiedergeboren worden. Neue Kräfte haben dir geholfen, den Feind zu erledigen. Leider haben deine Kampfgefährten und die Bewohner von Lanor ein tragisches Schicksal erteilt. Okay. Schon recht interessant. Auch die Kampfmechanik her, so weiteres. Kennt man ja auch so weit. Ein bisschen von anderen MMOs etwas. Nur dass es halt so alles so. Ja, in Sci-Fi ist alles hier in Richtung. Okay, sprechen wir mal mit Herida. Hä? Ich will mit ihr reden, aber. Irgendwie will er nicht gerade nicht. Ach, jetzt geht es. You've had your share of trials, but remember, the darkest hour is just before dawn. New life is a rare privilege. Immortality, it is something we don't yet fully understand. A great path lies ahead of you. The way is different for every god, so I cannot advise you on yours. Any path is connected to faith, one way or another. If you want to become a god, you need to open your heart to the tragedies of ordinary people. Help them selflessly, and you will see that they support you with their faith. Remember to use your new powers wisely and with kindness. But to do that, you must first learn to control them. I know someone who can help you with that. You should talk to Flavius. He's no ordinary god. His vocation is science, but don't let that discourage you. He's a miracle worker in his way. He's waiting for you. Now go. Okay. Ja, dazu aber ansonsten einen weiteren Part. Lasst gerne mal Feedback da. Kennt ihr da selber Skyforge? Wie findet ihr das Spiel selber? Und ja, ich bin mal gespannt, wie es hier so weitergeht. Und ja, mal sehen, wie lange mich das von Motivation aufrechterhält. Mal gucken. Alle anderen weitere Projekte werden auf jeden Fall noch weiterhin folgen. Und mal sehen, auf jeden Fall hier mit Skyforge. Also bis zum nächsten Mal und haut rein. Yay!